So, herzlich willkommen zu einem weiteren meiner Videos. Im letzten Video habe ich euch gezeigt, wie ihr halt die Zäune jetzt schön dicht aneinander stellen könnt. Ich habe allerdings vergessen zu erwähnen, da sind ja die Fußmatten dann noch da. Ihr müsst ganz einfach wieder in den Baumodus. Hier unten wäre jetzt die Fußmatte. Müsst ihr einfach highlighten. Highlighten ist jetzt das hier, dass das markiert ist. Dann ist die Fußmatte mit dem gelben, grünen Rahmen um Dings und dann drückt ihr Tab. Also Tabulator. Dann, werdet ihr gefragt, ob ihr das einlagern wollt, so ähnlich wie das jetzt hier. So, und dann sagt ihr einfach ja, und dann ist die Fußmatte weg, der Zaun ist aber noch da. So, weitere Kleinigkeiten. Und zwar möchte ich euch mal zwei, drei Tricks mit der Konsole zeigen. Konsole, jeder Bethesda-Spieler kennt das. In Fallout 4 ist sie auch da, allerdings ist die Aktivierungstaste nicht mehr Tilde, also die Taste unter Escape und neben 1. Sondern es ist dieses Mal bei der deutschen Version Ö, also neben L. So, wenn ihr jetzt auf Ö drückt, dann kommt die Konsole. Und ihr könnt dann Folgendes machen. Es gibt, wie gesagt, einmal diesen Befehl, TCL. So, der setzt jetzt die Kollision aus und damit könnt ihr fliegen. Ihr könnt jetzt einfach durch alles durch, ihr könnt einfach nach oben und ihr könnt fliegen. Und dann könnt ihr halt ein bisschen gucken, wie sieht das von oben aus, wie sieht es von hinten aus. Oder wenn ihr jetzt zum Beispiel irgendwas Blödes, hier jetzt zum Beispiel, ich will jetzt auf dieses Haus hier unbedingt irgendwas draufstellen. Zum Beispiel hier ein Geschützturm, dann kann ich mich hier einfach hinschweben lassen. So, bau den Geschützturm hier hin und dann habe ich den dann hier oben stehen. Mit TCL solltet ihr allerdings aufpassen, wenn ihr jetzt ein bisschen höher geht, so wie jetzt hier. Gehen wir ganz kurz wieder raus. So, und ihr macht den jetzt aus. Also gibt eine Kleinigkeit, wenn ihr Pfeil hochdrückt, nimmt er den letzten Befehl nochmal oder die da vorne, die davor. Das heißt, wenn ihr jetzt 3, 4, 5 Befehle hier macht, dann könnt ihr die halt auch durchscrollen. Aber ich mache jetzt TCL wieder aus und bin jetzt aber nicht auf dem Boden oder nicht in Bodennähe. So, wenn ich jetzt die Konsole ausmache, dann falle ich runter. Das kann natürlich, wenn ich ziemlich hoch bin, natürlich tödlich enden. Also passt da ein wenig auf mit. So, eine weitere Kleinigkeit, die eben halt auch sehr schön beim Bauen helfen kann, ist ja der Befehl Timescale. Und zwar ist das für mich ziemlich nervig. Fallout 4 hat den Timescale von 20. So, ich zeige euch das mal ganz kurz. Show Timescale. Ja, ich vergesse das immer wieder. Show Timescale. So, also mit Lücke drin. So, und der ist bei mir 5. Original ist 20. Ich möchte ganz gerne lieber mit 5 spielen. Ich habe schon immer mit 5 gespielt. Ob das nur Morrowind, ob das Oblivion, ob das Skyrim war, ob das New Vegas war. Ich spiele immer mit dem Timescale von 5. Also der Timescale ist folgendes. Jede Sekunde Realzeit ist ja in-game anders. So, normalerweise ist es so, eine Sekunde Realzeit sind in Fallout 4 20 Sekunden. So, oder eben halt eine Minute Realzeit sind 20 Minuten in-game. So, ich habe das jetzt auf 5 runtergesetzt. Das heißt, eine Minute Realzeit ist 5 Minuten in-game. So, ihr könnt das natürlich auch runtersetzen auf 1 oder 2. Das heißt, jede Minute bei 1, also bei Timescale von 1 wäre jede Minute Realzeit ist eine Minute in-game. Das heißt, Zeit ist 1 zu 1. So, das könnte man eben halt machen, indem man jetzt zum Beispiel set times scale to 1 macht. So, das würde ich aber nur empfehlen, wenn ihr, wie gesagt, bauen wollt. Weil dann vergeht nicht so viel Zeit, weil ich habe das am Anfang auch gemacht, da habe ich mich hier ein bisschen verplant in meiner Basis und dann, ja, ich war im Game ungefähr 2 bis 3 Tage hier und das hat mich dann doch schon ziemlich genervt. Und oder eben halt, wenn ihr jetzt tagsüber unbedingt bauen wollt oder unbedingt eine Lichtanlage bauen wollt, natürlich nachts angucken wollt, dann könnt ihr, wie gesagt, das dementsprechend machen, dann habt ihr dementsprechend mehr Zeit.
Das heißt, ihr wartet zum Beispiel, wenn ihr Lichtanlage bauen wollt, bis abends, ne, was weiß ich, 22 Uhr oder was, stellt den Timescale auf 1 und dann habt ihr genug Zeit, eure Lichtanlagen und ähnliches zu bauen. So, oder eben halt tagsüber, wenn ihr halt ein Haus einrichten wollt, ein bisschen hübsch machen wollt und so weiter und so fort, dann könnt ihr das auch gerne tagsüber machen. Dann habt ihr tagsüber genug Zeit. Das ist ein wirklich sehr guter und brauchbarer Befehl und ich möchte ihn ganz ehrlich nicht missen. Allerdings möchte ich dazu sagen, Timescale von 1 solltet ihr nicht nutzen, um normal zu spielen. Weil die ganzen Bethesda-Spiele haben sehr viele Skripte, was die Tagesabläufe von Charakteren betrifft. Und wenn ihr Timescale von 1 macht, dann kann das durchaus passieren, dass einige Skripte aussetzen. Genauso ist es, wenn ihr jetzt den Timescale hochsetzen wollt, zum Beispiel statt zu warten, könntet ihr zum Beispiel auch den Timescale auf, sagen wir mal, 120 setzen. So, und dann würde die Zeit natürlich 120 mal so schnell vergehen wie real. So, ich kann euch das mal zeigen. Wir machen jetzt einfach mal einen Timescale von 240. So, und wenn ich jetzt rausgehe. So, dann seht ihr schon, der Himmel und alles flackert so ein kleines bisschen. Aber das wird jetzt abrupt hell. Wir können ja auch mal auf die Uhr gucken. So, dann geht ihr auf Daten. So, und jetzt steht hier unten steht die Uhrzeit, 3:26 Uhr. Gucken wir wieder drauf, 3:32 Uhr. Gucken wir wieder drauf, 3:39 Uhr. Also es vergeht wirklich sehr, sehr schnell. Und ihr könntet das auch noch höher setzen. Machen wir mal 580. So, seht ihr, jetzt bewegt sich der Mond. Und jetzt muss ich mal gucken, wo die Sonne eigentlich genau hochkommt. Also wie gesagt, ihr könnt mit dem Timescale könnt ihr wirklich sehr schöne Sachen machen. So, seht ihr da, wie gesagt, jetzt kommt die Sonne wieder hoch. Wie gesagt, das ist jetzt nach den paar Sekunden, ist es schon 8 Uhr. Jetzt ist es schon 9 Uhr. Es ist schon fast 10. Also ihr könnt da wirklich sehr viel Blödsinn mitmachen. Und ihr könnt natürlich auch das nochmal übertreiben und setzt das auf 1500. Und dann könnt ihr richtig schöne Zeitrafferaufnahmen machen. Seht ihr, wie schnell sich die Sonne jetzt bewegt? So, das solltet ihr allerdings nicht machen. Also wenn die Skripts zu schnell laufen, dann könnte das auch Probleme geben. Die hängen sich dann gegenseitig auf. Und zu langsam ist eben halt auch das Problem. Also wie gesagt, ihr seht, also man kann hier sehr schöne Zeitrafferaufnahmen mitmachen. Oder wir übertreiben es mal komplett. Passt mal auf. Also dann machen wir es jetzt mal richtig. Machen wir jetzt mal 4000. So, das müsste ich halt mal gucken. So, und ihr könnt das halt noch höher setzen. Also es kommt drauf an, wenn ihr so ein paar Effekte haben wollt. Wie gesagt, es ist aber nicht mehr schön und es ist nicht spielbar. Und wie gesagt, ich mag den Timescale halt von 5 am liebsten. Und wie gesagt, das empfehle ich euch halt auch, wenn ihr also die Tage ein bisschen länger haben wollt, ein bisschen realer, empfehle ich euch auch den Timescale von 5. Gut, so, das waren so drei Tipps nochmal fürs Rumbasteln. Und ja, ich hoffe, das hat einigen geholfen. Und natürlich funktionieren alle Konsolen-Commands so. Ihr könnt eben halt auch euch Ja. andere Cheat-Befehle und so weiter noch holen. Ich wollte das jetzt nicht zeigen, weil das Cheaten, das könnt ihr bitte selber machen. Weil ich bin da nicht so unbedingt der Freund von, höchstens mal, um ein paar Fehler vom Spiel auszugleichen. Ansonsten, ja, hoffe ich, das war hilfreich und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis dann!